Hi-ho und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. Feindgesichtet, oh, gleich ein Räuber. Ja, wir sind nämlich immer näher am Räuberlager dran. Das ist ja unser nächstes Ziel. Alles andere haben wir ja soweit aufgedeckt, außer Gullikin und der Feuerweinbrücke und Durlaxturm. Und diese Farm hier oben. Aber wir wollen uns erst einmal dem Räuberlager nähern. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Und dafür werden wir schon mal recht herzlich begrüßt. Oh Gott. Räuber und Bären. Das ist nicht so toll. Ich möchte die Bären eigentlich nicht aggro machen. Also muss ich die Räuber da weglocken. Ja, komm ruhig her, du. Ich hab genug davon. Ja, kann immer die einfach alle abknallen. Dann haben wir ihm gegen seinen Kopf gerade bis zum Tod. Scheinbar. Also die Räuber hier halten wirklich nichts aus. Dann haben wir ihn gegen seinen Kopf. Oh, ich weiß auch warum. Ich schieß gerade mit plus 1er Pfeilen auf die. Ja, das könnte es erklären. Warum die Jungs so leicht sterben. Dann haben wir ihn gegen seinen Kopf. Das ist tot, oder? Ja, der sagt immer dasselbe. Dann haben wir ihn gegen seinen Kopf. Oh, er hat mich mal getroffen. Beziehungsweise immerhin. Dann haben wir ihn gegen seinen Kopf. Meine Klinge, wie er so gut er kann. Au. Was, wenn ich verschwinde? Jetzt läuft er weg. Okay. Er macht immerhin mal kurz Platz. Ein bisschen. Mit Säure- und Eispfeile ab. Ach, und ein Stack von den normalen Pfeilen können wir einfach ablegen. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Und dann schleicht sie zwischen den Jungs hier hindurch. Zwischen den Bären und holt sich die Beute. Schatten versteckt, fehlgeschlagen, nicht so gut. So, jetzt aber gelungen. Ihr könnt ruhig die Räuber angreifen und töten, da hätte ich nichts dagegen. Oder einfach so. Geld und Räuberskalpe. So, kurz wieder unsichtbar machen. Das war nicht so gut. Was wie befallen? Du hier lang! Jetzt wird auch noch gleich der andere aggressiv, oder? Was? Nein. Leichter als das. Wird er nicht. Wir eins auf die Chiorner. Minsk. Deine Aufgabe. Komm, nochmal ein Versuch. Okay, wir haben leider keine Wahl. Tut mir leid, Bär. Das war eigentlich nicht so geplant. Aber wir hatten keine andere Wahl. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. So, halten wir bei Minsk und Imoin ein bisschen. Ja, nichts weiter als das. Naja, kann man nichts machen. Gehen wir halt mal in die andere Richtung und schaut uns da weiter um. Mal gucken, wie wir da runterkommen. Ach, einfach so hier. Hier liegen ein paar Fässer. Ist etwas in den Fässern? 10 Gold. Besser als nichts, würde ich sagen.
Hier gibt es eine Straße mit Blumen. Ich bin auf eure Taten stolz. Meine Klinge wird euch stützen. Ellie mit der kalten Faust mal wieder. Was wollt ihr? Sprechen wir mal einen Segen. Ich bin ganz ohr. Wow, das sind ganz schön viele Eliten der kalten Hand. Was? Gut. Ihr habt eine Aufgabe. Autsch, das hat ja hier erwischt. Ich wollte gerade mit dir den Blitz zaubern. Aber das hat wohl nicht ganz so geklappt. Was? Nichts leichter als das. Gut. Eine Ermahnung zur Vorsicht, würde ich mal sagen. Ich weiß gerade gar nicht, sind die Eliten der weißen, kalten Hand, ich sage immer weiße Hand, hier ist kein Saruman, die Eliten der kalten Hand, ob die geskriptet sind oder nicht. Für den Fall nehmen wir einfach mal den Feuerballstab. Und zwar als Feuerball. Ja, nichts leichter als das. Euer Leben liegt in meiner Hand. Okay, diesmal ist es eine Gruppe Kampfhunde. Schade, darum wird die Elite nämlich gerne getötet. Erfahrungspunkte und Pfeile. Vor allem Erfahrungspunkte, sie braucht nur 5800. Ja. Gucken wir mal kurz hier raus. Okay, hier könnten wir schon zum Räuberlager abbiegen. Aber ich möchte nicht mitten in das Lager reinrennen und dann umzingelt sein. Deswegen gucken wir erst einmal, dass wir ihre Patrouillen außenrum ausdünnen können. Und gehen dann in ihr Lager. Wären wir wahrscheinlich früher hierher gekommen, wären ihre Patrouillen viel stärker, weil Totzok sich in die Hose gemacht hätte. Wenn mir keiner hilft, werden sie mich töten! Viziona, helft mir. Wenn mir keiner hilft, werden sie mich töten. Also, eine Frau, die um Hilfe schreit. Beruhigt euch, wir werden euch helfen. Sagt uns einfach, wer ihr seid. Ich heiße Viconia. Und ich stamme nicht aus dieser Gegend. Vielen Dank für eure Hilfe. Ein Söldner der flammenden Faust. Flammende Faust. Beiseite. Wir gehören zur flammenden Faust. Die Frau, deren Zuflucht gewährt wird wegen Mordes der übelsten Art gesucht. Sie ist eine Dunkelelfe. An ihrer Schlechtigkeit besteht folglich kein Zweifel. Sie lügen. Ich habe nichts Schlechtes getan. Also ja, erstmal, wir sind schon mal einem Dunkelelf begegnet, nämlich Drizzt oder Drizzt, wie man ihn auch immer ausspricht. Ja, der Typ war eigentlich ein sehr anständiger Kerl für einen Dunkelelf. Aber wir können das nicht an der Allgemeinheit festmachen, weil Dunkelelfen sind normalerweise böse. Und ob wir jetzt ihr glauben oder einem Söldner der flammenden Faust, wobei ich das Söldner immer noch komisch finde, ich glaube Soldat sollte das besser, klingt besser. Ich glaube, wir glauben eher einem Rechtswahrer, also einer Wache, als einer Dunkelelfe. Obwohl hier auch wieder Fanatismus im Spiel sein könnte. Deswegen fragen wir erst einmal... Wenn ihr sie haben wollt, nehmt sie, wir stehen euch nicht im Weg. Ihr müsst es schon erst mit uns aufnehmen, wenn ihr sie haben wollt. Also wir können uns auf eine der beiden Seiten schlagen oder fragen, was habt ihr mit mir vor, wenn ihr sie erstmal habt?
töten. Was sonst? Ja. Talisa, die ja jetzt Klerikerin ist und gottgläubig und für die und die mit Bösem nicht wirklich viel anfangen kann und ein bisschen, ja, versucht das Richtige zu tun. Sie wird sich nicht mit einem Hüter des Gesetzes anlegen. Deswegen, nun, wenn sie eine Mörderin ist, dann hat sie es verdient. Ihr könnt sie haben. Eine weise Entscheidung, ihr könnt weiterziehen. Typisch Erdoberflächenbewohner, treuloses Pack. Ja, sie greift uns gleich an. Und stirbt. Ich muss mich jetzt anderen Dingen widmen. Guten Tag. Sie hat nicht mal was Gescheites dabei. Naja, zum kleinen Hintergrundinfo, in einer bösen Gruppe könnten wir sie aufnehmen können. Also sie war eigentlich ein NPC, aber da wir als gute Gruppe nicht so viel mit Dunkelelfen anfangen können und uns lieber ein bisschen gesetzestreu verhalten wollen, gut, haben wir uns jetzt einfach ihrer angenommen. So, mal kurz ein Quicksave machen. Wieder Kampfhunde. Also ja, ihr habt gemerkt, vorhin die Setter der kalten Hand, die Eliten, waren schon ein heftiger Schnack. Und das, obwohl wir schon so hohe Levels haben. Dennoch hat sie 84, hier fehlen noch zwei Level. Erst ab Level 7 kriegt sie wieder Lebenspunkte. Was ja Sinn macht. Sie kann jetzt nicht wieder Lebenspunkte kassieren dafür, dass sie so schnell Level aufsteigt. Da hätten wir bald über 100 Lebenspunkte schon längst zusammen. So doof ist das dann auch nicht gemacht. So, hier ist wieder ein Fass, das wir plündern können. Sofern unsere Gruppe sich ordentlich sammeln kann. Zwei Kreisschlinge, ist das euer Ernst? Zwei Kreisschlinge, die fast nichts dabei haben. So, was haben wir hier? Nochmal 10 Gold. Und ja, so wie es aussieht, ist Peltvale ein bisschen sieger als Larswood. Naja, Larswood hat ja schon das Wort Wood im Namen, also wird das waldig sein. Und das Peltvale, das Vale, könnte von Weddy abgeleitet sein, also ein Tal sein. Und ja, in einem Tal hat man gerne mal Seen. Ach nee, geht weg. Ich sagte, ihr sollt weggehen. Ich habe schon einen von euch töten müssen, reicht das nicht? Noch mehr Kampfhunde. Nee, halt mit Hunde. Und weg mit euch. Du bist ja, ich hab genug davon. Immerhin versteckt sich mal im Schatten, solange es dunkel ist. Schleicht mal kurz hier an den viel zu vielen Bären vorbei. Ja, da war der Zufallsgenerator definitiv noch nicht ganz ausgefeilt. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Was wollt ihr? Die restliche Gruppe sammelt sich mal hier oben, während wir kurz um den See rumgehen mit Imoen, um den ganz aufzudecken. So, genau.
Gut. Schattenverstecken immer noch gelungen. Eichhörnchen ist nicht so gefährlich wie 4 Schwarzbären auf einmal. Bären sind eigentlich... Ach, Spinne.